Das war sie, die 72-Stunden-Aktion. Am Donnerstag, den 13. Juni um exakt 17.07 Uhr, startete die bundesweite Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ. In der bislang größten Jugendsozialaktion Deutschlands haben Jugendliche an 4000 Orten die Welt ein bisschen besser gemacht. In allen deutschen Bistümern engagierten sich 175.000 Menschen in sozialen Projekten. Mehr als 100.000 Jugendliche, 3.500 Projekte und ihr alle habt eins gemeinsam, ihr habt die Welt ein Stück besser gemacht. Ihr habt vielen Menschen geholfen und ihr habt Gott in dieser Welt ein Gesicht gegeben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Die 72-Stunden-Aktion hat 2013 erstmalig bundesweit stattgefunden und so viele Ehrenamtliche mobilisieren können wie nie zuvor. Von der Hochwasserhilfe zum Wiederaufbau niedergebrannter Häuser, vom bunten Anstrich für ein Asylbewerberheim bis hin zum Baumhaus für den krebskranken 5-jährigen Johann. In den 72 Stunden zeigten Jugendliche ein beeindruckendes Bild einer jungen und engagierten Kirche. Liebe Jugendliche, 72 Stunden, ganz intensive Arbeit, Projekte, zusammenstehen, miteinander entwickeln, anpacken sind vorbei. Und ich finde erstmal ganz großartig. Danke, dass ihr damit gemacht habt. Ich habe einige Projekte gesehen, ich bin rumgefahren, ich habe etwas gespürt von diesem Geist, der da geherrscht hat. Natürlich auch manchmal mit einigen Frustrationen dazwischen, das gehört dazu, aber am Ende doch super erfolgreich. Und wir haben ein großartiges Zeichen gegeben. Ihr habt das Zeichen gesetzt. Gerade in der Gesellschaft, manche sagen, oh, was kann ich schon bewegen? Ihr habt was bewegt. Danke. Katholisch.de begleitete die Sozialaktion in einer 72-stündigen Live-Sendung und vernetzte sich mit Aktionsgruppen in allen deutschen Bistümern. Deutschlandweit haben sich die Akteure der Aktion über Facebook, Skype und Twitter mit unzähligen Nachrichten, Fotos und Videos in die Sendung geschaltet. Es ist einfach nur ein Wahnsinn, was wir in diesen 72 Stunden gemacht haben, was diese Jugendlichen, die stellvertretend für 175.000 junge Menschen stehen, gemacht haben, ist einfach nur genial. Die himmlische Mission ist erfüllt. Danke. Nach 72 Stunden um 17.07 Uhr endete am Sonntag die Aktion, die in ihrer Art jegliche Grenzen sprengte und zeigte, was in 72 Stunden alles möglich ist.